Heyo, willkommen, buenos dias, dobry dzień, etc. Willkommen. Maybe I have to restart. One second. Restart the game. Because it's not picking up the sound. Yes, welcome. Welcome, welcome. Starten wir mal das Spiel in der Zeit. In der Zeit machen wir mal ein neues Löffel auf. Niemand wollte die Coins.
Flashdance, welcome. Ines, welcome, welcome. There are all the people. So, wir machen einen Code. Let's look. This is a code. Code is running. Open. Just a second, I set up the giveaway on Setter. Yes, no. Multiple choice machen wir da und machen wir nur okay rein. Und das. So. Stop the music. I'm hungry. Okay. Ein Buch über Heilkunst, verpasst vom Persisch, verfasst vom persischen Philosophen Abu Ali Al-Husian. Rizirlov. Welcome. Welcome, welcome. Thanks for follow. Genannt Avi Benna. Was man sich deutlich leichter merken kann, okay? Das schmeißen wir lieber weg. Essig hat noch aus Versehen. Was sagt denn die Zeit? 14 Uhr. Oh, new code. BAMKM. BAMKM. Fünf Stunden muss schlafen.
Flegel! Du hättest... Au! Oh, pass doch auf, du Flegel! Du hättest... Hast du mir ritten? So, mal gucken, ob er das Buch gelesen hat jetzt. Und was sagt er? Oh, Heinrich, welch großartiges Buch. Ich habe gefunden, wonach wir suchen, aber es wird nicht leicht. Der Zauber muss am Grab der Person gesprochen werden, die die Seele des Mannes davon abhält, Frieden zu finden. Und dabei muss etwas aus seinem Haus verbrannt werden. Ach, natürlich. Warum ist es nie etwas Einfaches? Sich mit den Toten abzugeben, ist eben eine komplexe Angelegenheit. Stell der Frau weitere Fragen. Sobald du weißt, was du wissen musst, hol etwas aus seinem Haus und finde das Grab der Person, die seine Seele davon abhält, Frieden zu finden. Dann komm zu mir zurück, damit wir den Geist gemeinsam verbannen können. Jesus! Und ich dachte, die Lebenden seien kompliziert. Okay. Okay. Lidetschko. You have some stuff to raffle? Jack, welcome. How's it going? Ich war beim Apotheker. Er glaubt, die Heimsuchung ist eine schlimme Sache. Erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Letzte Nacht konnte ich gar nicht schlafen. Ich lag im Bett und wartete auf seine Ankunft. Und ist er aufgetaucht? Lange Zeit ist gar nichts passiert. Aber am Morgen wurde der Raum plötzlich kalt wie ein Grab. Mein armes Herz hörte fast auf zu schlagen, als ich eine Stimme hörte, die meinen Namen rief. Ich fiel auf die Knie und bat die heilige Maria um Beistand. Wann hört das endlich auf? Du musst dich beeilen. Wenn das so weitergeht, werde ich noch verrückt. Für den Zauber muss ich etwas aus dem Haus beschaffen, in dem der Geist lebte. Wo wohnte Alois? Nördlich von hier, links ab von der Straße aus Dedeczko. Aber dort gibt es nicht mehr viel außer Asche und Unkraut. Der Hof brannte ganz und gar nieder und Alois war noch drin. Oh, welch furchtbare Art zu sterben. Um ihn loszuwerden, müssen wir am Grab der Person einen Zauber wirken, die ihn davon abhält, in Frieden zu ruhen. Wer mag diese Person sein? Du hast nicht zufällig schon eine Grabstelle für dich selbst bestimmt, oder? Nein. Heinrich, ich habe dir nicht alles gesagt. Ich bin nicht die, mit der er noch eine Rechnung offen hat. Wer dann? Du solltest mir die ganze Wahrheit erzählen. Alois hatte eine Frau. Sie hieß Lara und war ein wahrhaft zänkisches Weib. Von morgens bis abends keifte sie ihn an. Er hatte nicht einen Tag Freude mit ihr. Sie haben sich gezankt wie die Kesselflicker, bis Lara eines Tages eine Laterne nahm und das Haus niederbrannte. Alois war noch drin. Wie abscheulich. Kein Wunder, dass Alois keinen Frieden findet. Als Alois tot war, verlor Lara den Verstand. Tagelang irrte sie in den Wäldern von Thalmberg umher, bis man eines Tages ihre Leiche fand. Ihr Haar war ausgerissen und das Gesicht von den eigenen Fingernägeln völlig zerkratzt.
Sie begruben sie dort, wo sie gefunden wurde. Wo das war, weiß ich nicht. Ich höre mich um. Mehr muss ich nicht wissen. Ich werde jetzt losgehen. Ah ja. Congrats. There you are, great. Ich finde etwas, was Alois gehört hat. Da, dieses verbrannte Haus. Alles hier ist völlig verbrannt. Wo soll ich etwas aus dem Besitz des Toten finden? Ich nehme einfach etwas verkohltes Holz. Das sollte ausreichen. Ja, mehr gibt's ja nicht als verkohltes Holz hier. Mehr gibt's ja nicht hier. Nur noch seine Frau. Finde das Grab von Frau Lara. Muss ich wohl ein paar Leute hier fragen? Hey, du weißt das bestimmt. Guten Tag. Ich hörte, in den Wäldern soll irgendwo ein Grab sein. Weißt du, wo ich es finde? Du meinst das Grab der Verrückten? Die Leute sagen, nein, ihr Geist wird rastlos durch den Wald. Jack, thanks for the 10 TV. Und vom Fluss aus etwas nach rechts gehst. Ist bei Tag schon schwer zu finden. Bei Nacht verirrst du dich bestimmt. Danke. Ich werde es schon finden. Ich an deiner Stelle würde es sein lassen. Das ist kein guter Ort. Gehab dich wohl. Gut. Wer? Also direkt hinter mir. Thank you, very kind of you. Das muss es sein. Lass sie in Frieden ruhen, o Herr. Kehre zum Apotheker zurück, okay?
Nighttime. Oh wait. I think I have a better bed. Beim Müller hier kann ich doch pennen. Jetzt nicht länger schlafen. Then we wait. Free stuff. Guess the number 1 to 60. Kriegt er nicht noch Geld von mir? Schön, dich zu sehen. Es heißt, du kannst Schlösser knacken. Würdest du mich unterrichten? Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. 180. Ist das viel? Ist das genug? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Einverstanden. Hör gut zu. Oh ja, Spezialisierungspunkt. Lila. GG Jack.
Congratulations. I don't remember if you have the badge. I give it to you. Yes, code. Machen das bei Fertigkeiten. Der Mord. Cool. Kartograf. Das nehmen wir. Was haben wir noch? Schlösser knacken. Schicktes Händchen. Glück des Trunkenbolts. Bist du betrunken? 30%. Leichter Schlösser knacken. Verursacht aber 30% mehr Lärm. Schicktes Händchen. Das bei Dietrich hier zurückkriegen. Okay, ganze Karte ist aufgedeckt. Neu hoch. Ranik. Okay. Ampo. Esch. Wait. Können ja Schnellreise machen hier hin. Sei mit dir. Benötigst du etwas? Ja, kaufen wir was zu essen. Gibt sogar noch ein bisschen Energie. Nehmen wir mal 10 mit. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir's. Kohl, Kohl, grüner Kohl. Was sagst du dazu? Schnell, das ist zu wenig. Na hier. Na gut, einverstanden. Dort einen ganzen Tag lang Schande! Zur Schau gestellt werden. Dreckiges Schwein! Dreckiges Schwein! Gebt mir zu trinken, bitte.
sonst sterbe ich. Aus Galitz bin ich, ihr guten Leute. Ihr alle wisst, was dort geschah. Helft eurem Nachbarn. Guten Tag. Dem kann ich aber nichts geben, ne? Nee. Möge Gott über dich wachen. Gebt mir zu trinken. Sonst sterbe ich. Ich hab nichts zu trinken. Müssen wir was kaufen? Haben wir hier irgendwo einen Händler? Erik, willkommen. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, wenn es sein muss. Billiger Wein. Edler Wein. Haben wir hier auch noch Wasser? Trinkwasser. Nehmen wir mal zwei mit. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? Einverstanden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ja, das sollte passen. Ich habe gar nichts geändert. Nein, doch. Oh. Erik, thank you for the 50 TFU. Thank you, thank you. That's a yes. Another one. Nein, doch. Oh. Okay. Thanks for the another T-Fuel. Thank you, thank you. Danke. Tausend Dank. Du hast wahrlich ein gutes Herz. Thank you, thank you. I'm good, how are you? Everything okay on your side? Ich habe alles, was wir brauchen. Ausgezeichnet. Wenn das so ist, bin ich bereit. Wir treffen uns nachts an der Kreuzung hinter Ledeczko. Ich werde dort sein. Code 8Q2HR. 8Q2HR. Geek, willkommen. Zwiebeln, die stärksten Männer zum Weinen bringen. Greif zu. And the next thing, we have a skin pack. Zartheit 53.
me check what I have in the raffle skin pack, the normal skin pack, okay. Erik, GG. There is a skin pack. Okay. Triff den Apotheker an der Kreuzung. Verdammt! Ja! Bist du blind in Gottes Namen? Alter, du bist wie ins Pferd gelaufen. Sei froh, dass ich mir noch kein Dolch gekauft habe. Gibt's ja gar nicht. Komische Leute. Hier? Diese Kreuzung. Anyone need coins? Easy, number two. GG. Just a second. I'm not sure if you have my badge. I give it. Second to welcome. Ah, da bist du ja. Komm mit. Hier Wolfes. Woher weiß er eigentlich, wo das ist?
Beginne mit dem Exorzismus, damit wir schlafen gehen können. Siana Kanpa. Sikia Kanpa. Galubara. Namtabara. Ashakbara. Gigimbara. Siana Kanpa. Sikia Kanpa. Galubara. Namtabara. Was ist das? Mach weiter. Lass dich nicht unterbrechen. Ich denke, das reicht. Der Geist ist sicher schon gebannt. Lass uns hier verschwinden, bevor etwas Schlimmeres auftaucht. Geh morgen zur Frau und finde heraus, ob es geholfen hat. Ich gehe lieber. Danke für deine Hilfe. Okay. Hallo, Mr. Pintail. It's so dark, and I have no light. We have no guess number open, Mr. Pintail, at this moment. Hey du, es ist verboten, hier in der Nacht ohne Licht rumzurennen. Ich habe kein Licht. Warten wir mal bis morgens. Essen wir noch was? Wir haben den Zauber an Laras Grab gewirkt. Es war wirklich gruselig. Maria, Mutter Gottes, und es hat nichts gebracht. Was?
Willst du mir sagen, es war alles umsonst? Nur noch der Herr kann mich jetzt erretten. Ich brauche einen Pfarrer. Warum bist du nicht gleich zu ihm gegangen? Was soll er denn von mir denken? Um Geister kümmern sich schon immer die Kräuterfrauen. Aber nun bleibt mir keine Wahl. Frag ihn, was ich tun soll. Also gut, ich gehe hin. Aber das ist das letzte Mal, dass ich dir helfe. Hab Dank. Hier ein paar Groschen für deine bisherigen Dienste. Du bekommst mehr, wenn der Geist fort ist. Sag Pater Gottrin, was man in des Geistes unternehmen kann. Was soll ich tun? Geh zum Pfarrer und erzähl ihm von dem Geist, der mich heimsucht. Mach's gut. Da bist du ja, Pferd. Welchen Pfarrer? Den da in Uschitz? Okay. Oh, we can open a guess the number game. If someone wants a win. Redet er nicht mit mir? Ah, jetzt. Wie ich sehe, weißt du, wie man ein Schwert schwingt. Das hätte ich nie von einem Geistlichen erwartet. Mit einem Stock. Ich übe mit einem Stock. Nur eine Erinnerung an vergangene Tage, die mir hilft, in Form zu bleiben. Gibt es etwas für mich zu tun? Mich plagen so viele Sorgen, dass ein weiteres Paar Schultern, um sie zu stemmen, höchst willkommen wäre. Ich soll mich um eine Hexe kümmern. Eine Hexe? Die alte Gertrude. Dem verkommenen Kräuterweib ist nichts heilig. Wie allen Kräuterkundigen, was das betrifft. Ah, lass mich raten. Die Kühe geben Blut statt Milch und Säuglinge kommen mit zwei Köpfen und Schwanz zur Welt. Mumpitz. Gertrude ist nicht des Teufels, hat aber ganz eigene Ideen, was den Leuten hilft. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, sie stiftet Uschitzer Weiber zur Hexerei an. Ein Vögelchen? So, so. Du weißt, wie es ist. Die Leute sehen den Splitter im Auge des anderen, doch den Balken im eigenen Auge. Mit anderen Worten, jemand hat sich das Maul zerrissen. Und was ist das Problem? Solange Kräuterweiber den Leuten und ihren blähsüchtigen Kühen Arznei geben, beim Gebären helfen oder Weihrauch überm Bett schwenken? Nichts. Aber das ist Frevel. Und gefährlich. Schimmel, Flechten und weiß Gott was wandern in so ein Gemisch. Ich könnte es nicht ertragen, wenn sie so irgendein leichtgläubiges Mädchen vergiftet. Was erwartest du von mir? Such sie auf und finde heraus, was sie im Schilde führt. Sie fürchtet die Kirche. Also sag ihr, ich habe dich geschickt. Das wird sie zum Reden bringen. Und ihr vielleicht diesen Unsinn austreiben. Falls sie den Leuten wirklich Flausen in den Kopf setzt, gehe dem nach und kümmere dich darum. So gut wie erledigt. Gut. Und keine Sorge, ich zahle stets meine Schulden. Du findest Gertrude, dieses alte Kräuterweib, in den Wäldern. Lebe wohl. Beste Grüße.
Wir haben da ja noch... Es gibt da eine Witwe, die von einem Geist heimgesucht wird. Kann man da etwas tun? Ein Wiedergänger? Erzähl mir mehr. Sie wird seit mehreren Nächten von ihrem lange verstorbenen Nachbarn heimgesucht. Sie hat versucht, ihn zu verjagen, aber weder Gebete noch Zauber zeigen Wirkung. Deshalb sucht sie nun bei dir Hilfe, Vater. Es steht geschrieben, dass die Toten erst am Tag des jüngsten Gerichts wiederkehren werden. Ich glaube eher, dass der Witwe etwas auf der Seele liegt, das sie nicht schlafen lässt. Weißt du, was es sein könnte? Das ist das Second 500 Coins, Secondo G. Sehr Kreuz. Sie sagt, es sei der Geist von Alois, einem Bauern, dessen Frau ihn und ihr Haus verbrannt hat. Oh, das würde wohl in der Tat keinen Geist ruhen lassen. Aber ich glaube dennoch, dass etwas anderes die Witwe in der Nacht wach hält. Ein Bauer, ein eifersüchtiges Weib. Befrag doch mal die Witwe dazu. Mein Gott, darauf bin ich nicht gekommen. Du kennst die Menschen schlecht. Lass dir alles erzählen, du wirst sehen. Um mit Gott und dem Verstorbenen ins Reine zu kommen, soll sie ein Sühnekreuz errichten. Ein was? Du fragst, als wärst du ein ahnungsloser Heide. Ein Sühnekreuz. Man sieht sie oft am Straßenrand. Es sind Mahnmale für Aussöhnung und vergebene Sünden. Schlag es der Witwe vor und sieh, wie sie reagiert. Oh. Hab Dank für deinen Rat. Er war sehr hilfreich. Ich werde für die arme Frau beten. Im Gegenzug wäre ich ihr sehr dankbar, wenn sie eine Spende für die Kirche erübrigen könnte. Gott behüte dich. Ja, ebenso. So. Da haben wir doch schon mal einen Plan. Da ist der andere. Quest. Wir müssen hier raus und dann rückwärts, okay. Hier so lang. Machen wir den anderen Quest erstmal kurz. Bin ich auf dem richtigen Weg? Bei der Kreuzung rechts lang, okay. Schon zu weit. Sieht wie eine Falle aus. Ob ich gleich überfallen werde. Hier ist ein Tümpel. Dieses Kräuterweib hier, da war ich doch schon mal. Hey, what's up? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Selbstverständlich. Kack, du Kack, willkommen. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Ich denke darüber nach. Dann viel Glück.
Willkommen, willkommen. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Es wäre besser für dich, aufrichtig zu sein. Ich will dir nichts Böses. Solange du die Wahrheit sprichst? Nun gut, dann sag ich dir alles. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschitze wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Flugsalbe? Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten, beim Herrn ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen? Oder Jack Kento, thanks for donating 10 Incent. Thank you, thank you. The donation has no sound, so I don't catch it, but I have a overlay. Ja. Oh, I can see it. Thank you, thank you. So. Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man's als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Wofür wollten sie die Salbe? Was? Wofür wollten sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten sprechen. Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen. Weiß nicht, ob... All das Geschwätz von Hexen, die sie... Die Salbe kann... Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsch... Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank.
Ich gehe zum Pfaffen und erkläre dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Gott behüte dich. Lass uns handeln. Wir haben hier Gift, Gräser und Kräuter. Rezept für Katerbier, Liebestrank, Puppenmachertrank, Strauch, Wermutgeist. Besprechen wir den Preis. Klar, warum nicht? Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Jetzt hat sie doch Geld. Jetzt kann man ihr bestimmt ein paar Sachen verkaufen. Auch bloß die Sachen. Okay. Okay, okay. Let me look. Du bist satt, aha. Hexe, verbrennt sie. Ich habe etwas über Flugsalbe gehört. Wirklich? Ich wüsste gerne von wem. Und was geht's dich überhaupt an? Der Pfarrer macht sich Sorgen, das Kräuterweib schickt mich. Godwin macht sich Sorgen. Der Pfaffe? Schön zu erfahren, was für Drahtstanden die eigenen Nachbarn sind. Glaub mir, das geht weder dich noch den Pfaffen was an. Was? Zeig dich! Wer ist da? 7, 8, da sind wir 2 drüber und da sind wir 1 drüber. Es könnte gefährlich sein. Ich, congrats. Was ist hier los? Sie hat euch vor den Gefahren gewarnt. Jetzt reut sie, sie verkauft zu haben. Sie fürchtet, ihr würdet euch schaden. Sie hat so etwas erwähnt, aber warum sollte es so schlimm sein? Wenn sie sich sorgt, soll sie zur Geisterstunde an der Kreuzung zu uns stoßen. Aber ansonsten kein Wort zu irgendwem. Suchst du was Bestimmtes? Okay.
Wasser. Du musst das nächste Kräuterweib, ne? Ich habe da etwas von einer Flugsalbe läuten hören. Was? Wer hat dir das erzählt? Stellt etwa einer Fragen. Godwin könnte sich dafür interessieren. Der Pfarrer? Wer tischt dem denn Märchen auf? Weiß er von uns? Acht plus drei, sechs plus zwei, sieben und sechs. Also wahrscheinlich... Hexerei und Zauberwerk haben noch nie Gutes bewirkt. Was ist das? Aber beten schon? Jahre bin ich auf den Knien rumgerutscht, hey, und wo war Gott? Wie das Kumanenpack aufgetaucht ist und alles Galitzer abgeschlachtet hat? Ich trug ein Kind im Leib, hast du das gewusst? Aber das Grauen hat's mir tot herausgepresst. Wenn uns Zauber nicht helfen, hilft gar nichts. Wir tun nichts Böses. Wir gehen nachts allein in den Wald, schaden keinem. Mehr sage ich dazu nicht. Du drehst mir bloß das Wort im Mund um. Folge den Frauen in den Wald. Wir haben ja noch eine Frau, mit der wir reden müssen. Dem Feld, okay. Hey, wo sind die? Was zur Hölle war das? Ich habe etwas über eine Flugsalbe gehört, die ihr vom Kräuterweib haben sollt. Und das hast du wo gehört? Und was schert's dich überhaupt? Wer ist da? Godwin macht sich Sorgen. Zur Hölle mit dem Pfaffen. Von der Kanzel aus salbadert er von Mäßigung und Bescheidenheit. Doch in Wahrheit stopft er sich den Wanst voll. Wegen solchen hat der Herr uns die Kumanen gesandt, die meinen Gatten, meine Kinder geschlachtet haben. Wo war der Pfaffe da, hä? Allein, was ich bislang gehört habe, reicht schon für den Scheiterhaufen. Wir haben nichts verbrochen, uns bloß im Mondschein an der Waldkreuzung mit Salbe eingerieben. Was ist daran schlimm? Klingt für mich nach Teufelswerk. Unser Seelenheil ist unsere Sache. Gott hat uns verlassen. Wir müssen uns selbst helfen. Einbruch der Nacht. Wer ist da? Was ist... Was? Wir reiten noch mal zur Kräuterhexe. Mama. Vielleicht können wir mit der noch was aushandeln. Es war eine ganze Ecke zu reisen jetzt wieder, aber noch ist ja nicht Nacht.
können wir das mit den Hexen noch ein bisschen warten lassen. Dieser Durchgang hier, das riecht geradezu nach einer Falle. Weil jemand denn von oben mit Pfeil und Bogen schießt. Kann ich gar nicht mehr reden. Okay. Dann hat sich das schon erledigt hier. Dann ist ja noch ein bisschen Zeit. Gucken wir uns mal nach dem Bauernhaus um. Und diesen Schankbetrieb hier. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Nichts Außergewöhnliches, Gott sei Dank. Ja, du weißt bloß noch von nichts. Ja, hier ist noch Platz. Für wie lange? Kann ich gleich für mehrere Nächte zahlen? Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab. Sind schlimme Zeiten. Das ist ziemlich viel. Können wir verhandeln? Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Behüte dich. Bei Einbruch der Nacht. Huch. Was hier? Dann pennen wir nämlich noch ein bisschen. Gut. Wir haben noch einen Coinbuff übrig. Können wir noch eine Riffel machen. Auf Zeta. Tigern wir mal hin zu den Hexenwerk. Muss auch gleich mal den Code ändern. Gerd, da bist du. Da vorne. Okay. Ja. Hier so?
oder? Ich muss mich doch verstecken. Ein Pferd. Du verrätst mich. Deutschlands GG. Wir sind alle da. Wir können los. Ist es weit? Überhaupt nicht. Aber wir sollten die Salbe jetzt auftragen. Es dauert, bis sie wirkt. Wo genau kommt die hin? Naja... Du weißt schon, ich ziere mich. Mit dem Teufel zu falschen ist in Ordnung. Aber bei Salbe auf deiner Fu ziehst du die Grenze? Naja, aber nicht lügen. Ich bin mir nicht sicher. Keine Sorge. Unzählige Weiber vor uns haben es versucht. Was, wenn es klappt? Was, wenn er erscheint? Aber das wollen wir doch, oder? Gehen wir. Wer erscheint. Wir versuchen unentdeckt zu bleiben. I think it's a bit too. Dann heller machen. It's damn dark. Huch, sorry. The full mute symbol doesn't work. Let me configure it. Standard device, specific device, Mikrofon. So it works. Sorry. Wrong device.
Gertrude wollte zum Ritual nichts sagen. Also wissen wir bloß, was wir selbst rausgefunden haben. Scheiße, mir ist so komisch. Hauptsache diese... Hä? Hier geschlagen? Hört, da kommt jemand. Wer ist da? Bist du es, Christa? Nein, ich bin hier drüben. Was ist hier los? Oh, willkommen, Fürst der Dunkelheit. Bitte, fühl dich wieder heim. Sag mal, was sollen wir für dich tun? Oh. Wir werden dir jeden deiner Wünsche erfüllen, so du unsere erfüllst. Fürst der Finsternis? Warum stellst du uns auf die Probe? Probe? Jesus Christus, womit habt ihr euch da bloß eingerieben? Flugsalbe vom Kräuterweib? Wir sind gewillt, uns dir hinzugeben, auf dass du uns von den Kumanen befreist. Wenn du das nicht willst, hilf uns wenigstens von hier zu entfliehen. Mach uns reich, dass wir in der Stadt ein neues Leben beginnen können. Ich werde keinen eurer Wünsche erfüllen. Oh, was sollen wir nur für dich tun, oh Gebieter? Doch dafür müsst ihr... Scheiße. Mir wird komisch. Oh, die Salbe. Ihr habt mich mit der Salbe beschmiert. Fürchte nichts, Gebieter. Dir geschieht kein Leid. Das gehört alles zur Zeremonie. Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mit mir gemacht? Wie geht es dir nach der langen Reise? Lange Reise? Über... Von den Pforten der Hölle hierher. Wann kümmerst du dich um die Kumanen? Und wo sind deine Hörner, Hufe und der Ziegenschwanz, von denen der Pfaffe sprach? Wie kommt's, dass eine Stute sprechen kann? Stute? Trügt dich dein Blick? Vera heiß ich und in Uschitze verdreh ich manchem Burschen den Kopf. Bin auf einem Ast hergeflogen. In Windeseile ging das. Auf einem Ast? Bringst du uns das bei? Wir sind von nun an deine Mägde und tun, was du auch befiehlst. Hab Hörner und Hufe unterwegs verloren und... meinen Schwanz auf der Hose. Den hole ich zu besonderen Anlässen raus. Ich hoffe, bald findet sich einer. Eigentlich wollte ich etwas anderes. Was denn, oh Gebieter? Werdet ihr mir dienen und tun, was ich befehle? Oh ja, Herr des Höllenfeuers, wir tun, was du willst. Erlöse uns nur von den dreckigen Kumanen. Welche von uns willst du zuerst? Mich! Nimm mich! Nein, mich! Was ist mit der da? Wieso so schweigsam? Christa, du Henne! Mach's Maul auf! Ich hab ja keine andere Wahl. Ich will dich, Stute. Vera. Ich wusste es. Komm näher. Komm zu mir. Treibe es toll mit den Frauen. Schloss knacken beim Huhn. Das war heftig. Oh, mir ist schon wieder so komisch. Was ist dein Problem?
Wird das jetzt langsam mal was oder nicht? Ich will einfach nur schlafen. Scheiß aufs Schlafen! Was war das? Was ist das? Da kommt jemand! Soll das etwa? Du hast das so gewollt. Trau dich doch. Damn! Jawohl! Cheat! I'm dead! Cheat! Okay. Not so close. Rip. Yes, rip. Next try. In Sarsau habe ich übelst wenig Ruhe. Thank you.
sind alle da. Wir können los. Ist es weit? Überhaupt nicht. Aber wir sollten die Salbe jetzt auftragen. Es dauert, bis sie wirkt. Wo genau kommt die hin? Naja, du weißt schon. Ich ziere mich. Mit dem Teufel zu falschen ist in Ordnung. Aber bei Salbe auf deiner Fuß ziehst du die Grenze? Naja, aber nicht lügen. Ich bin mir nicht sicher. Keine Sorge. Unzählige Weiber vor uns haben es versucht. Was, wenn es klappt? Was, wenn er erscheint? Aber das wollen wir doch, oder? Gehen wir. Haben wir noch irgendwas Schönes? Und das Magdeburger Schwert. Sonst haben wir nichts bei. Ein paar Bücher lesen. So, du halt nur Abstand. Not going so close. Noch irgendwie Geräusche? Nee, habe ich keine Geräusche. Gut. Wir werden jetzt noch einen Retterschnaps trinken. Gespeichert. Geht mal und macht mit eurem Ritual. Jetzt hier mit ordentlich Abstand. Wollte zum Ritual nichts sagen, also wissen wir bloß, was wir selbst rausgefunden haben. Scheiße, mir ist so komisch. Hauptsache, die Salbe wirkt. Nun müssen wir uns bloß ein paar Zaubersprüche ausdenken. Beeilen wir uns lieber. Da sind seltsame Geräusche.
Wann treffen wir drei wieder zusammen? Bei Regen, Donner, Wetter, Flammen. Denn der Wirrwarr ist zerronnen, wenn... Scheiße. Schlacht verloren und gewonnen. Was für ein Mist murmelst du denn da? Das war ich nicht. Das kam von ganz allein. Mir wird schwarz vor Augen und die Erde dreht sich. Vielleicht war es keine so gute Idee. Wir machen das nicht für uns. Unsere Ziele sind rein. Keine Sorge. Ruhe. Seid doch mal leise. Was? Sagt da, wer sieht? Das sind die Baumwurzeln. Die Erde spricht zu uns, wie Gertrude sagte. Wird es so dunkel? Der Gesang ist zu laut. Es soll aufhören. Wenigstens ein bisschen. Mein Kopf tut weh. Unsichtbar, Morgenstern. Wir sind hier, um etwas von dir zu erflehen. Was war das? Heilige Maria, bete für uns. Der Teufel naht. Ich gehe ihm entgegen. Zeig ihm den Weg, dass er uns findet. Heilige Maria, voll der Gnaden, bete für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Was betest du da zur Mutter Gottes? Du vertreibst den Meister noch. Hör auf zu beten und vom Tod zu faseln. Wir wollen andere Leben retten, weil unsere verloren sind. Satan, erscheine und bring die Pest über die Kuman. Ich eile dir entgegen. Wer da? Wer ist da? Bloß ich. Da war keiner. Ich? Wer ist ich? Lucifer, nicht wahr? Oh, Lichtbringer, hab Dank, dass du uns erhörst. Wünsch Sigismund und seinen Kumanen die Pest an den Hals. Ich bin es, Vera. Zumindest glaube ich das. Alles ist so verschwommen. Lichtbringer, erlöse uns von den Kumanen. Die Pest über sie und ihre Brut. Gott, du hast dich von uns abgewandt, so befiehl wenigstens Lucifer, uns von ihm zu befreien. Lucifer, erlöse uns von den Kumanen. Fahre mitten unter uns, nimm unser Fleisch und lass Sigismund und seine Knechte dafür in der Pest krepieren wie räudige Tüllen. Sie haben unsere Familien ermordet, verrecken sollen sie. Schick sie in die Hölle zurück, aus der sie gekrochen sind. Komm, Satan, und nimm uns. Störe die Beschwörung. Oh, oh, ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Aller verstoßenen Freund und lieben Berater. Hört, da kommt jemand. Wer ist da? Bist du es, Christa? Nein, ich bin hier drüben. Was ist hier los? Oh, willkommen, Fürst der Dunkelheit. Bitte, fühl dich wieder heim. Können wir nicht viel gegen machen, dass die einen hier zum Kreisen? Sag mal, was sollen wir für dich tun? Wir werden dir jeden deiner Wünsche erfüllen, so du unsere erfüllst. Fürst der Finsternis? Was in Gottes Namen schwafelt ihr da? Warum stellst du uns auf die Probe? Probe? Jesus Christus, womit habt ihr euch da bloß eingerieben? Flugsalbe vom Kräuterweib? Wir sind gewillt, uns dir hinzugeben, auf dass du uns von den Kumanen befreist. Wenn du das nicht willst, hilf uns wenigstens von hier zu entfliehen. Mach uns reich, dass wir in der Stadt ein neues Leben beginnen können. Ich gebe euch alles, wonach es euch verlangt. Ich wusste es. Hab Dank, mein Gebieter. Doch dafür müsst ihr... Scheiße. Mir wird komisch. Oh, die Salbe. Ihr habt mich mit der Salbe beschmiert. Fürchte nichts, Gebieter. Dir geschieht kein Leid. Das gehört alles zur Zeremonie. Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mit mir gemacht?
Wie geht es dir nach der langen Reise? Lange Reise? Über... Von den Pforten der Hölle hierher. Wann kümmerst du dich um die Kumanen? Und wo sind deine Hörner, Hufe und der Ziegenschwanz, von denen der Pfaffe sprach? Eigentlich wollte ich etwas anderes. Was denn, oh Gebieter? Werdet ihr mir dienen und tun, was ich befehle? Oh ja, Herr des Höllenfeuers, wir tun, was du willst. Erlöse uns nur von den dreckigen Kumanen. Welche von uns willst du zuerst? Infinite mich. Meme. Nimm Willkommen. Mich. Nein, mich. I'm good, how are you? Ich will dich, Huhn. Henne? Treib es toll mit den Frauen. Kann nur das Schloss knacken beim Huhn. Kann nicht anfangen. That game is Kingdom Come Deliverance. It's an cool game. It was free a few weeks ago. Das war heftig. Von Epic Store. Oh, mir ist schon wieder so komisch. Was ist dein Problem? Wird das jetzt langsam mal was oder nicht? Ich will einfach nur schlafen. Scheiße aufs Schlafen. Was war das? Was ist das? Da kommt jemand. Na toll. Was ist los? Oh. Keine Eier mehr? Hast weiche Knie bekommen, was? Oh, schon wieder. Das ist doch... Ich glaube, das ist nicht so gut. Den Quest kriege ich nicht erfüllt, in der, wenn ich nicht stärker bin. Ich werde mir mein Pferd holen. Dann werden wir da nämlich versuchen, das auf einen anderen Weg zu lösen. Damn, ist das dunkel. Das macht keinen Unterschied. Ich werde hier gleich stören. Hört, da kommt jemand. Wer ist da? Bist du es, Christa? Fürst der Finsternis? Warum Strom? Bla 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 bla. Ich erfülle eure Wünsche. Wie geht es dir nach der langen Reise? Hä? Von den... Bla 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 bla. Oh, nein, mich. Ich will dich. Egal, was du machst. Mein Pferd hier.
Gut. Und Schloss knacken. Das war heftig. Oh, mir ist schon wieder so komisch. Was ist dein Problem? Wird das jetzt langsam mal was oder nicht? Das nennst du kämpfen? Soll das etwa alles sein? Reite einfach weg. Was nun? Schwebst handlungsunfähig in gar wunderlichen Sphären? Okay. Not dead. I'm not dead yet. Oh mein Gott, das sind keine Dämonen, sondern ganz normale Holzfäller. Wie soll ich das nur erklären? Ach, verfickte Salbe. Die Pest über die Alte. Was mache ich jetzt? Holzfäller? Zumindest nicht tot. Das ist schon mal sehr wertvoll. Still alive. Erik, GG. Great. Sehr. Great. I hope it's good stuff in it. Lol says you have coins. The crate, or oh.
Candy, willkommen. In Shiro Batch. Vater, habe ich dich nicht draußen mit dem Schwert üben sehen? Das hätte ich nie von einem Geistlichen erwartet. Mit einem Stock. Ich habe mehr über das Uschitzer Hexenwerk herausgefunden. Sag bloß. Die Frauen haben eine Flugsalbe vom Kräuterweib bekommen und beschwören damit den Boxbeinigen. Um Himmels Willen. Ich bin ihnen bis zum Ort ihres Hexensabbats gefolgt. Sie haben den Teufel beschworen, sind ums Feuer getollt. Oh mein Gott, was noch? Weiber haben wegen der Salbe den Verstand verloren und sich aufgeführt wie toll. Dann kamen ein paar Holzfäller angestürmt und wollten dem Hexentreiben ein Ende machen. Jesus, wie ging es aus? Diese Frauen, sie sind alle tot. Die Holzfäller hielten sie für Hexen, fuhren unter sie und zerteilten ihre Leiber wie Feuerholz. Ich konnte nichts tun. Mein Gott, heiliger Michael, heiliger Antonius, was für ein Unglück. Oh Herr. Nimm dich ihrer Seelen an. Aber warum gingst du nicht dazwischen? Ich tat, was in meiner Macht stand. Aha. Dem Herrgott entgeht nichts. Bete für die Seelen dieser armen Geschöpfe und die ihrer Mörder. Zumindest weißt du jetzt, wo ein Tanz mit dem Teufel hinführt. Bete für ihre Lieben. Und um unser beider Seelen willen. Denn uns trifft Mitschuld. Geh. Lass mich mit dem Herrn allein. Lebe wohl. Zur Hexerei wurde in tschechischen Gebieten des Mittelalters sämtliche, besonders durch Frauen durchgeführte Praktiken gezählt, die mit Magie in Zusammenhang standen und Schaden anstatt heilen sollten. Im Frühmittelalter wurde zwischen weißer und schwarzer Magie unterschieden. Zur Magie zählte man Weissagung, Nekromantie, Alchemie, Kräuterkunde und ethnische Bräuche und Riten. Okay. Quest abgeschlossen. Tanz mit dem Teufel. Dann haben wir noch den anderen Quest. Hier unten, wo war denn das? In Lidetschku. Ja, der Pfarrer hat eine gute Idee gehabt. Die hat bestimmt mit dem Mann da die andere Frau betrogen. Deswegen erscheint er hier immer. Die hat mehr gemacht, als sie sagen will. Bestimmt. Ich war beim Pfarrer. Und was hat er gesagt? Wird er kommen und mein Haus mit Weihwasser reinigen? Er hat sich gefragt, ob du mir die ganze Wahrheit gesagt hast. Ich habe dir schon alles gesagt. Thank you.
Wohl kaum. Entweder sagst du mir endlich die ganze Wahrheit oder ich überlasse dich deinem Schicksal. Also gut, es bringt ja doch nichts. Ich war verwitwet. Und Lara nicht die Art von Frau, die ihrem Mann Freude bereitet. Alois und ich, wir kamen uns näher. Ich wusste es. Wenn du es so nennen willst. Hin und wieder fanden wir Trost in den Armen des anderen. Lara fand es heraus und regte sich auf. Sie zankten sich. Den Rest kennst du. Du hast eine Teilschuld am Tod von Alois und Lara. Jetzt weiß ich, warum er dich heimsucht. Ich weiß. Ich denke jeden Tag daran, seit er gestorben ist. Obendrein hatte er 2 Kinder. Ich nehme an, seine Kinder wissen nichts davon. Sie sind jetzt erwachsen, aber du hast recht. Sie wissen nichts. Glaubst du, es würde helfen, ihnen alles zu beichten? Vielleicht würde Alois dann seinen Frieden finden und mich in Ruhe lassen. Du bist auf dem rechten Weg. Sag ihnen die Wahrheit, bereue deine Sünden und errichte ein Mahnkreuz. Du hast recht. Ich werde es ihnen sagen, auch wenn sie mich danach hassen werden. Ich will nur endlich wieder gut schlafen. Hier ist etwas Geld. Geh zum Steinbruch und gib ein Kreuz in Auftrag. Also gut. Ich danke dir sehr. Möge Gott über dich wachen. Habe ich noch 10 Groschen gekriegt. Toll, 10 Groschen. Welchen Steinbruch? Da? Jetzt fällt mir was ein. Code was to. Wir werden den mal beenden und neuen machen. New prediction. Code. Save. And. Da. So. Open. Hier ganz unten lang, okay. Wait. Wrong way. Ja. Lass mal was essen. Hey, Rupert. Ich möchte ein Mahnkreuz errichten lassen. Wie viel kostet das? 10 Groschen. Wir haben sogar eins vorrätig.
Wenn du gleich zahlst, können wir es sofort aufstellen, wo du willst. Hier, bitte. Alles gut. Easy. Was meinst du? Wird er wiederkommen? Nein, davon gehe ich nicht aus. Oh, ich fühle mich so leicht, als könnte ich davon schweben. Endlich habe ich meinen Frieden. Tja, also nach meinem bin ich noch auf der Suche. Mit der Vergangenheit abzuschließen ist nicht leicht, aber das weißt du ja besser. Hier ist ein Ring, den man... Yeah, it's a guessing. A few not the one, maybe some other als Zeichen guy. Meiner Dankbarkeit. Ich nee, habe gern geholfen. Thank you, Eric. Gott sei mit dir. Mit dir auch. I'm not expecting that you are the one. That's a yes. Thank you, thank you. Ruheloser Geist. So, haben wir jetzt noch ein Quest hier. Das hier. Müller-Peschek. Okay. So. We go here. And also, Eric, I wish you luck that you win the Poro, but it's depending on luck. And I think on the tickets, but I have seen people 10 tickets and other people 1 ticket and 1 ticket guy gewinns. So. It's really depending on luck. Dass nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Was da?
Banditen überfielen mich in Scarlets. Warum bist du zurückgegangen? Wen außer Halsabschneidern und Strauchdieben hast du erwartet? Ich wollte meine Eltern begraben. Oh, verstehe. Dein Vater kämpfte wie ein Löwe. Mein Beileid. Er hat mein Leben gerettet. Nicht nur deins. Er war ein guter Mann. Und du hast recht getan, ihn zu begraben. Aber das habe ich nicht. Ich konnte ihn weder retten noch beerdigen. Was hättest du in Scarlet schon tun können? Hättest du gekämpft, wärt ihr jetzt beide tot. Er hat sein Leben für dich gegeben, Heinrich. Also mach lieber was draus. Stimmt. Was genau tust du hier eigentlich? Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rattay. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Ritterhalle. SGG. All Coins. Ja. Huch. Brauchst du irgendetwas? Ja, ich gehe schon wieder raus hier. Darf ich hier? Nee, da darf ich auch nicht rein, okay. Voll überfressen. Was war das? Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Wie behagt dir das Leben in Rattay? Schätze, uns aufzunehmen war gütig, aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich einen Dreck um uns. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen und weil Herr Ratzig zum König hält. Möge Gott über dich wachen. In der Ritterhalle. Geht's ja nicht mehr weiter, ne? Wo ist jetzt die Ritterhalle? Oben irgendwo? Dero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Rattay genug Platz und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater.
Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden. Aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Rathay. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle! Überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität. Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer.
Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr... Ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht, Herr. Quest begonnen, ohne Fleiß kein Preis. Wo ist denn der Übungsplatz? Da hinten. Da bist du, Herr Pferd. Hier lang? Ne, da ist der Übungsplatz irgendwo, ne? Ach nee, das ist der Bogenübungsplatz hier. Nur wenn man Bogen schießen will. Ihr alle wisst, was dort geschah. Helft eurem Nachbarn. Scarlett liegt in Trümmern. Hauptmann Bernhard ist nicht da. Ich sollte tagsüber vorbeikommen. Ist das jetzt nicht tags? Okay. Kann man hier irgendwo übernachten? Sieht nicht so aus. Hier ist noch eine Schenke. Gott sei mit dir. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Der junge Herr Hans ist der Burggraf und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Das ist kein Tag, auf den ich mich freue. Wie kommen die Rateier mit den Flüchtlingen aus? Ich weiß, sie können nirgendwo hin. Scarlett ist nur noch Asche und das Umland ist nicht sicher. Aber sie sind schon zu lange hier.
Manche von ihnen stehlen und nicht einer weiß, die Opfer zu schätzen, die wir für sie erbracht haben. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Schreckliches. Wie ich hörte, häuten sie einen bei lebendigem Leib. Und was sie mit den Weibern anstellen, lieber sich selbst das Leben nehmen, als diesen Heidenhunden in die Hände fallen. Okay. Jawohl. Glück und Gesundheit. Attila, willkommen. Könnte ich hier irgendwo schlafen? Ja, hier ist noch Platz. Für wie lange? Kann ich gleich für mehrere Nächte zahlen? Gut. Bezahlung im Voraus. Das ist ziemlich viel. Können wir verhandeln? Wie wär's damit? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Sind wir uns einig? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ja, da könnte's was für dich geben. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Und das ist noch nicht alles. Das wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, denn es ist der Henker, der Hilfe braucht. Jedenfalls habe ich's so gehört. Die Leute hier wollen nichts mit ihm zu tun haben. Aber je mehr sie ihn meiden, desto mehr schwätzen sie auch über ihn. Weißt du, ob hier jemand meine... Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe ist draußen. Die zweite Tür. Zweite Tür? Das hier? Na denn? Schlafen wir mal bis zum nächsten Tag. Was können wir noch verlosen? Und Coinbuff? Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Guten Tag, wie kann ich helfen? Wie ist das Leben in Rathai? Gut, zumindest bis diese Flüchtlinge ankamen. Aber hier geht's uns trotzdem besser als anderswo. Okay. Möge Gott über dich wachen. Ah!
Gott sei mit dir. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt. Genau der bin ich. Dann lass uns anfangen, da Herr Ratzig es wünscht. Ah, und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Also gut. Komm mit und spitz die Lauscher. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Möge Gott über dich. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Im Kampf wird dein Gegner fixiert. Also mit A und D umkreisen. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Gut. So ist's recht. Gut. Sehr gut. Gut. Genau. Das spitze Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Gut. Schön. Schön. Das genügt. Zuschlagen, zustechen und in Bewegung bleiben bilden die Grundlagen des Schwertkampfes. Versuchen wir etwas Schwierigeres. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. Gut. Genau. So ist's recht. Jetzt widmen wir uns der Verteidigung. Einen einfachen Angriff abzuwehren ist nicht schwer. Sei achtsam und bewege dein Schwert im Einklang mit dem deines Feindes. Nein! Nochmal! Nein! Nochmal! Gut gemacht! Schön! Schön! Sehr gut! Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Guter Schlag. Siehst du? Zuerst locken, dann überrumpeln. Aua. Gut, das reicht. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister zu machen, wird schwierig. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Ist Johnny, willkommen. Behalte den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an der ich mein Schwert nicht halte. Schön. Nicht schlecht. So ist gut. Gut. Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke,
wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Nochmal. Ach, sehr gut. Das war zu früh. Finde den richtigen Rhythmus. Schau, wie sich das Schwert bewegt. Beweg dich gleichermaßen und wehr es ab. Nein, nochmal. Master Second. Coin Buff. It's Sony. Wets. And it's your first win, you get a badge. Nicht so, verflucht! Ah! Falsch! Uff. Nicht so, verflucht! Au. Nicht so, verflucht! Gut gemacht. Genau. Gut. Nicht so. Gut gemacht. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Nicht so, verflucht! Schön! Au. Nicht schlecht! Nicht schlecht. Ah. Schön. Ah. Falsch. Nochmal. Au. Sehr gut. Gut, gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Verdammt. Warte kurz, Heinrich. Now I learn to fight. Grüße, Herr Hans. Was führt dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Razis geschätzten Gast unterhältst. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Herr Razis hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Wo waren wir? Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir.
Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Gut gemacht. Gut. Gut. Und nun etwas schneller. Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Genau. Nicht schlecht. Aua. Nicht schlecht. Und die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Nein, nein, nein! Beweg dich! Los! Nicht so, verflucht! Was ist los? Nicht schlecht. Was ist los? So ist's recht. Sehr gut. Nein. Nein, nein, nein! So ist's recht. Nicht so, verflucht. Genau. Sieh an, sieh an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Aber nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Du kannst hierher kommen und mit mir üben, wann immer dir danach ist und du nichts Besseres zu tun hast. Ich kann dir bestimmt noch etwas Neues beibringen. Okay. Warte. Der Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Komm mit. Okay, Bogenschießen. With this knowledge, some quests are much easier. Möge Gott mit dir sein. Mach's gut. Schießen ist hier. Let me see what we have left. Too much crates. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an.
Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Konzentriere dich. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich dem zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Genug geredet. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Das war gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Mehr als genug. Gut, dann lass uns anfangen. Damn! Tja. Geschossen. Hab Dank, Bernhard. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Oder muss ich dich noch einmal daran erinnern? Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen. Vielleicht Schwertkampf? Hier! Hast du genug? Das wird interessant. Oha. Ha.
Jawohl! Kein Herumgescheiße mehr! Das ist ja auch fies. Er trifft mich immer. Gibt's doch ja nicht. Top da geblockt. Nimm das. Er gewinnt so und so. Wieder verloren, Schmied. So, a crate. Zwei Groschen. Mach dir nichts draus, Junge. Herr Hans ist ein guter Schwertkämpfer. Und wenn du durch Zufall gewonnen hättest, nun, das hätte er nicht so gut aufgenommen. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Melde dich beim Vogt. Der hier muss der okay, auch da. Pferd, du stehst im Weg.
Der ist bestimmt hier der Vogt. Hey, wo gehst du hin? Beste Grüße. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Habe ich. Die blauen Flecken mögen es bezeugen. Der Hauptmann ist gnadenlos. Je härter die Ausbildung, desto leichter die Schlacht. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav, oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Quest begonnen, Wachdienst. Wo ist denn hier die Rüstkammer? Ah, okay. Zwiebeln, alles frisch vom Feld. Kommt nur her. Rüstkammer. Komme ich hier lang? Das ist wohl keine Rüstkammer. Das ist die Rüstkammer. Falls du irgendetwas willst, spuck's aus. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Name? Heinrich. Und in Lehnstreue zu? Herrn Ratzig Kobiller. Yep, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Mhm.
Da muss ich Stufe 8 sein für, okay. Was können wir noch verlosen? Nochmal so ein Skinpack. Zwischen 11 Uhr und 19 Uhr deine Runden. Ich hab alles verloren. Helf mir, mein bitte. Heim, meine Familie, ich komme aus Gehalt mein Auskommen. Und hab alles verloren. Zeig Gnade. Bist du der? Nee, bist du nicht. Bist du der? Nee, bist du auch nicht. Bist du der? Nachtigall, du bist das doch. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich will Herrn Ratzig dienen, aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Mit Normal Skin Pack GG.
Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leibach, unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke, der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Ich schäme mich so, dass ich betteln muss. Doch was bleibt mir, ihr guten Leute? Ziemlich groß, was? Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius, der Schreiber. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg, auf der anderen Seite des Baches. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Was zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Dann schäl dich zu deinen Leuten. Ich will dich hier nicht haben. Ist dieser Misthaupt? Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall. Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Wir sind doch gute Christen, oder? Also sollten wir dieser armen Seele beide etwas geben. Und was dann? Dann wird Jana ihrer Wege gehen. Ohne Widerrede. Bist du jetzt König Salomon, oder was? Na schön, wie du willst. Möge Gott dich segnen und dich auch, Herr Schmied. Werde keinen Ärger mehr machen. Danke. Danke. Herrgott, einer schlimmer als der andere. Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Das ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Hanusch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Hanusch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Kapon, übergibt. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst in Mähren, dann im Himmel. Herr Hanusch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Okay. Der Platz hier? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Wenn du das sagst. Wir
Wir haben hier auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Aha. Gut zu wissen. Schau her. Siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's. Welchen Lump? Die andere Wache? Haben wir's bequem? Almosen, bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn der Hanusch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe ja. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Coin-Giveaway auf. Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Er. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlets getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe, aber ich kann etwas mitfühlen. Geht da einfach durch hier. Das Rataya-Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung. Und erstreckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet. Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanuschs Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für einen Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Zeig Gnade. Was bleibt mir, armem Wicht, dem Sigismunds Meute das Haus abgefangen hat? Gott sei mit dir, Benesch. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ach ja, ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm?
Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moi mir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hatte Durst, also... Ging er auf ein Bier. Ging er auf ein Bier. Congrats. Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Beweg deinen Arsch und bewach das Tor. Schweig und beweg dich. Hast Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Da. No problem. Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Auch Lenz. Du war willkommen. Sollten wir nicht unsere Runde drehen, anstatt zu saufen? Du bist ehrgeizig, was? Keine Bange. Jeder Wachmann darf mal Pause machen. Aber nicht die beim Tor und auf dem Turm. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Klingt gut. Möge der Bessere gewinnen. Mit dem Glücksspiel frönen kannst du dich in jeder Schenke etwas auf sich hält im Würzspiel Fakel versuchen. Ziel dieses Spiels ist, für zwei Spieler ist es als erster eine bestimmte Punktzahl erreichen. 6 Würfe werden geworfen und die Spieler wechseln sich ab. Punkte gibt es für jede 1 und 5. Sowie für mindestens 3 gleiche Augen einer Zahl gepunktet wird wie folgt. 1 ist 100 Punkte wert, 5 ist 50 Punkte wert, 3 gleiche Augen sind 100 Punkte multipliziert mit den Augenwert. Beispielsweise 3 Vieren sind 400 Punkte. 3 Einsen werden 1000. 4 gleiche Augen sind das Doppelte in der Punktzahl für 3 gleiche Augenwerte. Also Beispiel 4 Vieren sind 800 Punkte wert. 5 Vieren sind 1600 Punkte wert. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist 1500 Punkte wert. 3, 4, 5 sind 500 Punkte. 2, 3, 4, 5, 6 ist 750 wert. Bisher erzielte Punkte Zwischensumme dieser Runde, Gesamtsumme. Okay. Der Zug des Spielers beginnt immer mit dem Werfen aller 6 Würfel. Danach wählt der Spieler mit je jene Würfel aus, die Punkte erzielt haben, und legt sie beiseite. Es muss immer mindestens ein Würfel beiseite gelegt werden. Danach darf der Spieler die verbleibenden Würfel mit F erneut werfen und so weiter. Würfelkombinationen werden nur für den aktuellen Wurf gewertet, nicht für den ganzen Zug. Das Kernelement des Spiels lautet, wenn bei einem Wurf kein einziger Würfelpunkt erzielt, ist der Zug des Spielers zu Ende und sämtliche Punkte, die bisher bei dem Zug erwürfelt wurden, gehen verloren. Aus diesem Grund ist es ratsam, seinen Zug mit Q zu beenden, bevor das Risiko zu groß wird, dass nicht ein einziger Würfel punktet. Zahlt es sich aus, nicht alle Würfel, die Punkte erzielt haben, beiseite zu legen, sodass man die Chance auf eine höhere Punktzahl beim nächsten Wurf verbessert. Da jeder Spieler seine eigenen Würfel nutzt, kann man relativ leicht schummeln, wobei es nicht so einfach ist, an gezinkte Würfel zu gelangen. Teufelskopf ist ein Würfel mit einem Teufelskopf. Als Joker anstelle der 1, als eine beliebige Zahl gilt, so ist zum Beispiel Teufel 1-1 1000 Punkte wert. Teufel die Seite mit dem Joker erzielt alleine jedoch keine Punkte, sondern nur in Kombination mit einer Zahl. Wenn du also nur Joker würfelst, gehst du leer aus.
Und jetzt kann ich nochmal würfeln. Oder wie? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen muss. Denn zur Seite legen, okay. Und die kann ich nicht zur Seite legen. So. Bin fertig. 850. Was? Zwei, drei bringt das, okay. Er bringt 100. Ich hatte Glück, aber darum. ETF, der hat doch geschummelt. Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlett war, aber in Ratai machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst. Die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie dreimal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratai zu gehen. Hier, nimm die. Leute, die Glocke. Wo ist die Glocke noch? Da hinten. Oh, no, Crash, Game Crash, damn son. Just a second. Loading, loading, loading.
Okay, next try. Glocke läuten. Ach da. Ist das hier die Schenkel oder was? Da, wo ist die Schenkel? Ach da. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren. Auf Säue und Prälaten. Gott schütze Ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich Was muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Rathei ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein! Tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Weiter, edler Herr, maßregle ihn. Cordova fix! Zeig es diesen kaltschnäuzigen Welpen! Lass er dich lehren, wie man zu seiner Herren. Sag ihn zu Preis! Zeig es diesen kaltschnäuzigen Welpen! Zeig keine Gnade, Herr! Was nun? Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke... Sei still!
Halte deinen Mund, du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend, was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So, auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Carpon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Den? Auf gar keinen Fall. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Herr, ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann nicht... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Carpon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir! Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise. Zumindest ist die Schenke jetzt dicht, ne? Gelobt sei Jesus Christus. Mach's gut. Hab ich noch was essen? Nahrung habe ich nicht mehr. Kaufen wir noch ein bisschen Brot. Lass uns über den Preis. Herr Marker, willkommen. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. How are you doing? Neue Stufe Redekunst, cool. Lesen wir noch fertig, das Buch. Gut. Da ist auch noch eine Schenke. Im Dunkeln herum. Ja.
das hier die andere Schenke oder was auch immer ist? Das hier muss es denn sein, ne? Sind die alle schon pennen gegangen? Ich brauche ein Nachtlager. Rufen wir da hin. Wollen wir uns hier hin pennen? Erik, GG. Okay. Game has saved. I think we end for today. Let me close the giveaway. What code we had here? Close. Cassandra, hello, welcome. Rino. Good luck, everyone. That's it for today. Thanks for the follows, for the donations, for being here. Stay here. I wait so long. And I say goodbye, arrivederci, tschüss, auf Wiedersehen. Das Wiedanja.